Kurz noch, so jetzt am Mist laufen. Kleiner Zusatz dazu in der Komplexität, solange du logisch denkst, es geht niemals um Vielwisserei, es geht um diese einfache Erkenntnis, was bist du selbst. Das ist das Allererste, dieses Nicht-Denkbare, wo ich versuche, klarzumachen, dass die Arithmetik so voller Geheimnisse ist, und solange du in dem naturwissenschaftlichen Bereich denkst, mit Atome und Quanten, das sind Vorstellungen, das kann immer nur sich einer ausdenken. Ich sage, eine KI, ein Programm, das so programmiert ist, ein Computer, der dieses Programm hat, kann die Bilder auf dem Bildschirm aufschmeißen. Entdecken kannst du das nicht. Du kannst in deiner Außenwelt sowieso nichts entdecken. In einem Traum kannst du nur das entdecken, was du dir selber ausdenkst. Jetzt haben wir schon die D-Ecken, die vier Ecken. Und da gibt es überhaupt keine Zufälle. Alles, was dir eingespielt wird, ist zum Lernen da. Und ich will jetzt mal ein kleines Beispiel machen, wie komplex das Ganze wird. Das Grundprogramm, sage ich immer wieder, ist unser Tenach bzw. die Dora. Und da tue ich jetzt einmal den Bildschirm übertragen. Ich habe gerade ein längeres Gespräch geführt. Ich rede jetzt wieder normal raumzeitlich. Ein längeres Gespräch geführt mit dem Holger. Und dann habe ich so Sachen, wenn wir jetzt zum Beispiel das Leben nehmen. Wir nennen das ganze Leben, und wir wissen, wenn wir jetzt hier in die Matrix-Plotter unser Leben eingeben, das ist jetzt erst einmal die Grundlage XLBN. Dann haben wir hier die saure Milch, das ist auch das Wort für weiß. Wir wissen, weiß ist gleich das Weib. Milch, hebräisch, ist dieses Chalab, das Weltliche. Du kommst in das Land, wo Milch und Honig fließen, wo das Weltliche fließt. Das muss man jetzt gar nicht alles wissen, man kann das schauen, aber das heißt auch hier der Ben, da heißt es hier zum Sohn hin, Leben, zum Sohn hin, zu einem Gottessohn werden. Jetzt ist dasselbe Wort aber auch Ziegeln, ein bewusster Geist, unser Herr. Das habe ich jetzt eigenartig geschrieben, das ist nämlich Leb, selber heißt ihr Herz. Und was mir jetzt wichtig ist, wenn wir reinschauen, diese Radix in einer ganz eigenartigen Form findest du in der Dora, da haben wir übrigens dann 144, 1440. Das ist der Zahlenwert, da steckt der Zahlenwert von Adam schon mit drin. Der beginnt zu leben. Der muss aber dann zu einem Gottessohn werden, zu einem Adam werden. Immer zu glauben, das ist Zufall, auch in den Zahlen werden, vergiss es, das, was dir zufällt, entsteht in erster Linie, weil du dir das denkst, weil du so reagierst und das mit deinem Programm so in dir aufbaust. Und wir springen jetzt einmal ganz kurz in unseren Tenach rein. Und zwar gehen wir jetzt in diese 1. Mose 11. Das ist die Sache vom Turm zu Babel. Und wenn du das jetzt siehst, das sind ganz eigenartige Sachen. Und die ganze Erde hatte eine Sprache und einerlei Worte. Und jetzt muss man natürlich ein wenig Grundlagen wissen. Das ist jetzt, und es ist, es war, also war, kannst du schon vergessen, weil in der Vergangenheit nichts war. Alles, Haares, das ist jetzt alles, Kol, die Ganzheit, die Erde. Da haben wir auch dieses Quintessenz, ich werde in Bewegung gesetzt, ich werde laufen. Und jetzt haben wir dieses Wort, die Sprache. Dasselbe Wort ist auch der Rand, der Saum, die Lippe. Denk immer wieder an deinen Mund. Unser Mund ist das P. Im Hebräischen schreibt sich das so. Ist auch hier. Und dann haben wir den Mund, das Maul, aber sehr interessant, das ist auch das hebräische Wort für hier. Und jetzt, wenn wir ins Lateinische gehen, kommst du zu dem Mundus. Es ist eine Triformis, aber das wird jetzt alles zu weit führen. Was ich jetzt dir hier eigentlich zeigen wollte, ist, dass jetzt eine eigenartige Kombination kommt. Wenn du den deutschen Text überhaupt nicht kennst und du schaust, beginnt es erst einmal hier mit der weiblichen Eins. Das ist dieses Acht oder Echt, kann man das aussprechen. Das hast du aber genau genommen, wenn ich das Aleph hier als ein Imperfekt vorsehe, heißt es, ich werde in Schrecken versetzt. Das sind die logisch berechneten Ecken in unserer Tetraeder-Spiegelstruktur. Die Shin-R, die logisch berechneten Ecken, beginnen jetzt die zerbrochen. ZR wissen wir. ZR heißt zu Form werden. Schrecken versetzt werden. Dann haben wir als nächstes hier, das ist eine Sprache. Das ist immer, das Adjektiv kommt ja hin. Das heißt, die Sprache ist eine weibliche Eins. Die Sprache erzeugt letztendlich deinen Schrecken versetzt werden. Interessant. Diese Grundradix heißt der Chef. Etwas zurechtfallen. Dann haben wir hier das Leben, diese Deborim, wenn du das jetzt einmal genauer anschaust.
und zu sprechen, da haben wir eine Jom-Endung. Und jetzt kommt was ganz, was einerlei Worte, Deba und, Waf ist und? Dabarim. Debarim, Deba ist das Wort. Das Reden mit der Im-Endung ist dann die Mehrzahl, Worte. Und jetzt kommt dieses einerlei. Das ist die männliche Eins mit einem Jom dran. Ja. Sehr interessant, die männliche Eins mit einem Jom dran. Was an und für sich eine einzige Sprache, wenn du das jetzt, dieselbe, einerlei, alle hatten, der Geist hat nur eine Sprache, das ist die Vatersprache. Das ist diese Sache einerlei Worte. Die eine Sprache ist eigentlich eine vielheitliche Sprache, das ist die Muttersprache. Das ist die weibliche Eins und das ist die Vatersprache, das ist die männliche Eins. Da ist es nur eine einzige Sprache. Ja. Aber was jetzt hier geht, ist, und sie sprachen, diese Stelle ist jetzt, da kommt immer wieder dieses Wort Leben vor. Wenn wir jetzt das erste Mal anfangen, da ist der Mann, spricht der Mann Aish, das ist schlicht einmal das erste Wort Mann, der Ehemann spricht zu seinem Freund. Das ist das Ra, positiv gewesen. Der Mann spricht zu seinem Freund. Wohl an, und jetzt kommt diese Stelle, lasst uns Ziegeln streichen und hart brennen. Der kleine Passus für sich, da habe ich zuerst einmal das Wort Leben. Das haben wir gerade angeschaut. Das heißt zum Sohn werden oder auch weiß, ich weiß, glänzen die Empfindung, das Herz, die Gesinnung, die Mitte, der Sinn, das Denken, das Wissen im Inneren. Man kann das unendlich vielfältig machen. Und dann haben wir nochmal, lebe nah, wir werden, und jetzt ist es wir werden und mit einem H hinten dran. Heißt es ja Ziegel und auch Backstein. Ja. Jetzt muss ich wissen, dass in dem Wort Ziegel das Wort Egel mit drin steckt. Immer wieder deutsch-hebräisch. Das, ja, Kreise ziehen. Das heißt jetzt die Geburt deines Intellekts, ich mache das einfach einmal so, das schauen wir uns mal an, sorry. Ja. Die Geburt deines Intellekts erzeugt ein Schiff. Jetzt muss ich wissen, dass das Schiff des Ani dein blaues Ich. Genau. Dein blaues Ich heißt auch Schiff Anya. Was noch viel interessanter ist, das ist ein Dämon. Ein Wüstentier. Du bist Auszug aus Ägypten. Totalwert ist 100. 100 ist Kof. Ausgesprochen ist es der Affe. Der aber im Geheimnis im Hintergrund die 45 den Adam hat. Ja. Das merkst du, wie jetzt das sich verknüpft? Ja, ja, ja. Und dann haben wir unsere Ziegel und dann kommt der EGL. Dieses wird nochmal Akol ausgesprochen und jetzt kriegst du das Kalb und das hast also wie Gott, der Bolabert. Wir haben natürlich auch da das Leb, dann kann ich auch das A hassen, das heißt das wie Leb wie ein Herz. Ja. Genau. Aber dasselbe Wort heißt Karai S ziehen, Kreise ziehen und Runden drehen. Ja. Das ist sehr wichtig, du wirst dann noch merken, wir haben jetzt die Ziege und wir haben den Backstein und Backstein beginnt mit Bekaf, das heißt in dir. Du fängst an, in dir selber zu kreisen. Ich mache das jetzt sehr, sehr kurz, immer dran denken, jedes Wort könnte ich jetzt ein 400-Seiten-Buch schreiben. Ja. Du fängst in dir an zu kreisen. Das, was wir uns jetzt immer ausdenken, läuft eigentlich gespiegelt in dir selber ab. Das heißt also, diese Ziegel, dieses Backstein in dir, das Kreisen, wird Leben im. Das sind die Backsteine. Interessant, dass das Leb, wir wissen, das Leb ist einmal das Herz, die Empfindung, die Stimmung, die Gesinnung in der Mitte von dir selbst. Das sind deine Informationen. Ja. Dein eigenes Denken und Wissen ist nie außen, im Inneren, im Inneren. Das ist klassisches Hebräisch. Genau. Und was in deinem Inneren ist, ich sage jetzt N-I-M, nimm das. Und was ist Niem? Das heißt schlummern, leicht schlafen und etwas vor sich hinträumen. Genau. Etwas unbewusst in sich selbst hineinträumen. Ja. Das ist übrigens im modernen Hebräisch, wird es auch übersetzt mit Kapillargefäß. Was ist ein Kapillar? Das beginnt erst schon mal mit dem Kaputt, Kapital. Das ist, achte mal, was da steht, ist ein sehr feiner, lange SDR-Ekter. HWH-Raum. HWH-Lichtraum. HWH-Lichtraum. Ein langgestreckter HWH-Lichtraum. Wir sind in unserem Spiegeltunnel. Genau. In deinem Kaputt, wenn der kaputt geht. Ja. Das ist ein Gefäß.
Das ist dieser Lichtraum, dein Traum. Ja, das ist das Verrückte, das Deutsch Iri wird so genau, das wird reine Physik und ich sage immer wieder dazu, in Zahlen rechne ich dir das dann vor, das ist ein Computerprogramm. Und jetzt kommt was ganz Interessantes, das heißt jetzt im Deutschen, lasst uns Ziegel streichen und habt brennen. Das ist Lebener, Leben im, ich kann auch sagen, jetzt einfach lesen, das LBN, das Leben im Meer, ist wie, und jetzt kommt hier dieses ganze Seraph. Die Seraphim sind die feurigen Engel, die Lichtengel. Das heißt, es brande, es brennt. Ja. Und wir, das heißt immer im Imperfekt, und wir werden brennen. Ja. Genau. Die nennen das jetzt Ziegel streichen. Wir werden Ziegel brennen. Mhm. Aber schau dir mal das an. Das heißt schon einmal von vornherein, es brande. Da ist ein polarer Rand. Da steckt das Rennen, Brennen mit drin. Das ist diese fliegende Schlange, die Seraphim. Schau, ja. BR, das Äußere, dieses B, die Polaritäten fangen an zu rennen. Ja. Da haben wir einen polaren Rand doppelt aufgespannt ein. Ja, genau. Da steht ein polarer Rand doppelt aufgespannt ein. Das übrigens habe ich noch eingetragen, jetzt auch, habe es noch nicht veröffentlicht bei dieser Radix Schinner P. Das ist ja auch die, Deutsch ist die Schärfe, Schärfe und Unschärfe. Das ist das Brennen, das Reinbrennen, genau, das Reinfokussieren. Genau, das ist der Brennpunkt. Der Brennpunkt, der das habe ich noch ergänzt. Der Punkt, in dem dieses BR, in dem Punkt, wo sich alles mit Lichtgeschwindigkeit zu trennen anfängt. Genau. Okay, dann haben wir nochmal den Seraph. Ja. Das heißt, schau mal, zum Brand, zum polaren Rand, fangen wir an zu verbrennen, die Polaritäten fangen, die verbrennen, die fangen an, die Polaritäten fangen an zu rennen. Genau. Und dann verbrennt das Ganze. Und jetzt musst du dir denken, wenn wir uns jetzt immer die Wasserwellen denken, denk dir, schau mal kurz das Bild mit an, die Nulllinie und dann haben wir die Wasserwellen. Ja. Was jetzt da ganz interessant ist, jetzt denk dir mal was anderes. Wir machen einen Streifen mit Holz, Ätz, augenblicklichen Erscheinungen. Und jetzt zünden wir das an und dann hast du die Feuerflammen. Ja. Die schauen wir uns jetzt dann gleich an. Jetzt schau dir das Wort Flamme an. FLA, wissen wir, heißt Wunder von MM. Ja. Es ist nur nicht mehr so ein schöner arithmetischer Sius, sondern jetzt wird es gezackt. Ja. Das findest du jetzt hier in dem Video ganz, ganz extrem, wenn wir hier dann reinschauen. Das ist das. I mean, consider that there are the same number of odd and even numbers, but odd numbers are more than tripled happening at this scale. But if you take the logarithm, you find this wiggly graph with a downward trend. It looks kind of like the stock market on a bad day. Das ist diese Kurve. Findest du überall, wenn du dir das genauer anhörst, in der Natur, an der Börse, überall ist diese eigenartige Kurve drin. Keiner kann was damit anfangen. Das wird jetzt ausgemittelt. Und jetzt haben wir eigentlich ein Sinus plus wesentlich komplexer, also ein oben unten. Das da wir schon wieder uns eine Zeitachse ausdenken, wenn du das zusammenschiebst, oben und unten immer gleich null ist. Ja. Das wollte ich nur zeigen. Aber wieso ich jetzt hier auf den hier eingehe, da haben wir jetzt unseren polaren Rand wieder, unsere Welt. Das ist immer, wenn eine sehen, das ist so geheimnisvoll, diese aufgespannte, das W-E-L-T. Ja. Das ist der polare Rand, den du von Augenblick zu Augenblick opfern musst, dass das Nächste in dir auftauchen kann. Ja. Da wird dir jetzt das Deutsch, das Deutliche ausdrücken, weil dir, es ist ein komplett anderes System, wir sind in einer Matrix und das hier, das Ding ist das Computerprogramm. Ich kann nur darauf hinweisen, es geht so weit über jüdische Kabbala, wenn du jetzt in die Kabbala reingehst, die Mero von Dauschen, die so Spiele machen, das Wesentliche sprechen die nicht an, weil keiner bezweifelt, dass da außen eine Welt ist, auch wenn du nicht dran denkst. Genau. Und das in der Vergangenheit was war, bevor es dich gegeben hat. Ja. Aber das ist der Kernpunkt, dass du verstehen musst, um auf eine höhere geistige Ebene zu kommen. Mhm. Was jetzt interessant ist, ist das hier. Und sie sprachen wohl an, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den Himmel reiche und machen wir uns einen Namen, dass wir nicht zerstreut werden über diese ganze Erde. Mhm. Wäre jetzt jedes kleine Wort ein Kleinod, was ich dir jetzt aber zeige, wir haben ja einen ELS-Code. Das heißt, die Originalschrift, wissen wir, im klassischen Sinn ist jetzt die Bibel, zuerst einmal, ich habe jetzt die Bündchen eingestellt, in Bunde eingeteilt und jetzt immer in der Klassik, in der klassischen Mythologie wissen wir, dass die Dora heißt ja eine Reihe. Das heißt, da ist jetzt so eine kleine Dora-Rolle
in den jüdischen, die Ursynagogen, ist natürlich jetzt alles eine Vergangenheit, die wir uns ausdenken, die sieht eigentlich ja so aus. Ja. Das heißt also definitiv, das wäre jetzt hier dieselbe, nur in Worte eingeteilt, in Kapitel eingeteilt. Und da können wir genau irgendeinen Satz uns raussuchen. Ich kann nicht beim Umschalten, wenn wir jetzt den vierten Vers hier machen. Das ist diese Zeichenkette. Und die können wir uns jetzt raussuchen, die steckt da genau jetzt drin. Ja. Die Markierung hat er nicht mit übernommen. Ja. So, und jetzt zeige ich dir mal was mit den ILS-Zugängen. Und zwar habe ich jetzt dort zig Stellen. Wir machen jetzt einmal hier eine Suchergebnisse laden. Da habe ich einen Fliegenstall, bin ich drauf eingegangen, wenn man jetzt meinen Namen zum Beispiel in diese Dora eingibt, meinen Namen, sage ich jetzt hier AOB, Totengeist und Beschwörungskursen, wo das vorkommt. Und das sind jetzt hier solche Werte am Anfang des Wortes der Betschaft. Und das sind jetzt ganz spezielle, da zum Beispiel ES, ich Udo und Abraham, ich Udo und Jahwe, ich Udo und Jahwe, Jesus Betscher, JHWH Betscher und so weiter. Udo, Jesus, diese Wortkombinationen, kommen die irgendwo, wenn wir das zusammenschieben, ganz eng zusammenstehend irgendwo vor. Genau. Und das wissen wir, da kann man im Fliegensteuer, wenn reinschauen, da gibt es unheimlich viele, da kannst du jegliche Form von Zufall kannst du ausschließen. Mhm. Das sind die, die es nicht wahrhaben wollen, die wollen es immer nicht wahrhaben, aber ich zeige dir jetzt mal hier was ganz, da gibt es eine ganz verrückte Stelle, und zwar ist das genau dieser Bibelvers, ist das? Ja. Und das machen wir jetzt mal als ELS. Und schau, wenn du das siehst, ich habe jetzt einen hochgekommen, ich gebe den runter, das ist nämlich, dass du siehst, das geht nicht weiter. Mhm. Wenn wir den in ILS anordnen, hast du hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 A's in einer Reihe übereinander stehen und das 10. A ist das A in dem Rush, in dem Kopf. Ja. Und jetzt lesen wir das nochmal, du kannst dir genau die Stelle raussuchen, wo das steht. Hier. Mhm. Ja. Und sie sprachen wohl an, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den Himmel reiche, und machen wir uns einen Namen, dass wir nicht zerstreut werden über diese Erde. Und die Spitze, dessen Spitze, das Oberste, das ist diese Stelle. Ja. Das ist genau diese Stelle. Ja. Da wird nämlich der Kopf und sein Kopf, ja, der Führer, der Anführer, der Beginn, das HUB, die Quintessenz Schöpfer ist UB, der Immerseiende, ja, das Hauptteil ist die Spitze, die Gesamtzahl, die Summe allen Seins ist UB 86 Elohim. Mhm. Okay. Halt, da müssen wir rein. Und jetzt kannst du dir Gedanken machen, wieso hier über meinen Kopf dieses B Rosch. Wieso das so schön rein zufällig da steht. In dem befindet sich alles. Jetzt nicht in den ausgedachten Pixelkopf auf deinem Bildschirm. Ja. Das ist ein Symbol für deinen eigenen roten Kopf, weil ich ja behaupte, ich bin du. Mhm. Und die Komplexität, das Zerdachte, die Figuren, die du dir jetzt ausdenken kannst, sozusagen die Arithmetiker, dann tauchen Namen auf, mit wie viel diese Aufbau, wenn du das Video plus was ich reinstelle hier, wir können das ganz kurz nochmal trotzdem, muss ich nochmal schnell einschalten. Beginnen in unserem Update. Du hast das Update ja reingestellt. Da kann ich eigentlich gleich, kleinen Moment, da gehe ich gleich auf das Update. Das ist ja ganz neu. Da hängst das Video übrigens noch mit dran. Ja. Und das bisschen. Das haben wir jetzt nur Auszüge. Ich wollte eigentlich bei der 26 starten. Habe ich aber das Bild nicht abgespeichert. Hier mal etwas für den Geist. G ist 3, der Kopf, der Schöpfer Gottes, RAI. Das ist eine große Kollektion von uns. Und da kommt jetzt die Stelle bei 245. Ich erkläre das nochmal ganz schnell, was man jetzt ganz spontan sagen kann. Das ist erst einmal der Adam, mhm, die 45. Und jetzt haben wir hier die 10, da machen wir 10, steht ja für einen kleinen Gott, rot gelesen, das heißt für dich Geistesfunk. Das heißt, alles ist ein nicht existierender Erwachter. Ja. Das ist, die 2 kommen gleich dazu, eher unsere Energie. Und da heißt es, und insgesamt sind es 10 Schritte, um zu den einen zu gelangen, der wir selbst sind. Du musst erst ein Geistesfunken werden, ja, dass du dann begreifst, dass du ohne mich und ich ohne dich gar nicht existieren können. Es ist ich, ich. Ja. Dann haben wir das nächste Bild. Da habe ich jetzt auch eingestattet.
Daher wird 10 als Gesamtstoppzahl bezeichnet. Jetzt haben wir 10 ist dieses G, der Geist, ist E-Quadrat, ja. J-C-H-I-C-H. Und jetzt haben wir S ist plus minus, A-M-D ist Emmet. Emmet, ist ja. Die Wahrheit, ja. Ist jetzt Stoppzeit, weil es nur hier und jetzt gibt in der 1. Ja. Gut, dann machen wir das nächste Bild. Das starte ich bei 2,52. Mhm. Interessant, 2 Ben, 2,52 sind 2 Söhne, J-C-H ja. Und I-C-H. Ja. Und die sind 1, ein nicht existierendes Bewusstsein und die 26 Jahre. Ja. Wir 2 sind J-H-B-H. Ja. Und 1 und 26 gibt 27. Ja. Jetzt hast du es aber, nehmen Sie die nächste Zahl 27. Und dann gibt man hier mal die, das Prinzip beschreibe ich nicht, weil es viel zu komplex ist. Und da haben wir jetzt, da startet bei der 27, der höchste Punkt ist 92,32. Mhm. Als Höhe, das ist die Maschinenübersetzung da unten, die ja. Höhe ist als der Mount Everest. Und jetzt habe ich HÖH ist er, ist JHWH, er ist 92,32. Ja. Das ist des Udos Herz. Ja. Das ist Übersetzung. Jetzt ist genau. Das aber des Udo, die Schildkröte, das logische Kind ist wie der Rode, wie der Adam. Ja. In deinem eigenen Herz. Ja. Und jetzt habe ich nochmal bei 3,13, das mhm. erkläre ich auch schnell. Damals hast du mal der geschlossene Kopf des Schöpfergottes mhm. hat in sich eine 13. Mhm. Und jetzt habe ich hier 3, unsere bestimmen, unser 8 Echert, die männliche 1, mhm. die Liebe ja. und die Heilung, die hebräischen genau. Wörter. Ja. 3, 5, 5 und so weiter und so fort, sind nötig, um auf 1 zu kommen. Mhm. Schau, das ist jetzt ganz interessant. Jetzt habe ich hier hingeschrieben, Echert, männliche 1, 1, 1 ist mhm. gleich Aleph ist 1. Mhm. Insgesamt sind 111 Schritte für 27, um auf die 1 zu kommen. Das zu kommen habe ich jetzt Co zusammengeschmissenes plus N minus N wird jetzt zu dieser Existenz, zu dieser Energie, die das reine Sein ist. Ja. Merkst du, da steckt die physikalische der Einstand absolut, schon mit. Absolut. Ja. Dann springe ich jetzt hier rein in demselben Video auf 11,11. Ich sage, mhm. alles läuft immer synchron, ist immer direkt perfekt. Das heißt ja nichts, nichts. Mhm. Da kann man auch Al-Lach hinschreiben. Ja. Und jetzt ist es, wenn man das Video anhört sich und sich reinsteigert und die sagen von vornherein schon, jeder Mathematiker, der sich da reinsteigert, das treibt ihn im Wahnsinn, 186 Milliarden Zahlen lang sein muss. Das heißt, von den ersten 186 Milliarden Zahlen, von 1 bis 186 Milliarden, jede einzelne Zahl in diesem Prinzip dieses Zackenkurses, wenn man das versteht, landet immer wieder in der 1, dann in dieser Schleife 1, 2, 4. Mhm. Und jetzt ist natürlich schön, dass 1,86 ist ein nicht existierendes Bewusstsein, ist okay. Mhm. Und jetzt kommt, jetzt habe ich hier 3,3,3. Das ist, ich rede immer wieder von 3x3 Wachstum, 3x3x3 Wachstumsstufen. Ja. Da haben wir zuerst die reine geschlossenen Kopf des Schöpfergottes. Mhm. Darum habe ich den jetzt nur rot gemacht. Und ja. jetzt haben wir unsere Hüben 3 und drüben 3. Mhm. Darum habe ich jetzt das Ei hier mit einem E geschrieben, dass ich ja, wenn absetze. Interessant ist das Malzeichen, da komme ich gleich dazu. Und dann haben wir jetzt hier diese 3x3 Wachstumsstufen, von denen ich euch erkläre. Ja. Ganz simpel. Und das landest du bei den 27 Zeichen. Ja. Und jetzt habe ich hier das Mal einfach auf Hebräisch M-A-L geschrieben. Das heißt ja von Gott, von aus Gott, aus dem Gott. Mhm. Und das ist dieses 3x3x3. Ja. Und das hat einen Mehrwert von 152. Ja. Das ist, da kann man jetzt auch wieder vielfältig rot-blau lesen, was mir wichtig ist, dass ich dieses aus dem einen Gott, dieses absolut nicht denkbare, machen wir jetzt ein rot ausgedachtes und ein blau ausgedachtes 3. Hüben 3 mal drüben 3. Mhm. Und darum steht hier auch mehr als Gott. Das schreibe ich jetzt M-R als A-La. Ja. Das ist All von Gott, ja. ist nichts und das ist auch nichts, aber das ist das unendlich viele, unser ja. La. Ja. Unsere Explosion, Implosion, Explosion. Ja. Und da läuft jetzt dieses Video dann an und es beginnt. Für viele, die jetzt da das nicht Bescheid wissen, da müsste ich jetzt auf YouTube schnell springen. Dann kann man das nämlich hier, den Untertitel,
wenn man das Englische nicht ganz so mächtig ist, ist zwar maschinenübersetzt, bloß wenn welche, die das nicht wissen, wird mittlerweile bei vielen Videos angeboten. Genau. So, und jetzt können wir da. Eine Zahl wie 26 würde also bei 26 Meter über dem Boden, JHWH, was ich immer erkläre. Dann geht es von der 26 in die Einheit, die 13, jetzt springt es in die Gestaltwertung. Ja. Dieses Prinzip zu verstehen, dass jetzt hier, da kommen jetzt diese ganzen Bilder, die ich reingestellt habe, muss man das von vorne sich anschauen. Und da wird es dann erklärt, aber das muss man nicht wissen. Und da schalten die meisten dann eh ab, darum sage ich, das ist gar nicht wichtig. Es geht mir nicht um das Wissen. Es geht mir jetzt darum, dass du begreifst, was du selbst bist. Ja. Das ist, da ist so viel Wissen und alle, die in dir auftauchen, es ist dein Wissen. Du träumst, mach dir das bewusst. Du träumst. Und was in dir auftaucht, kommt aus dir. Und du, jetzt als ausgedachter träumender Geist, kannst dir nicht raussuchen, was du träumst. Du kannst aber am Ball bleiben und neugierig werden und dann werde ich dich inspirieren. Und da kann jetzt der Geistesfunk, in dem das Redo-Programm, das Diana-Programm, ich könnte jetzt noch einige Namen nennen, nicht diese Figuren, die du dir aufgrund der Namen ausdenkst. Das sind nur Programme, das sind KIs. Sondern der Geist, der mit diesen Programmen arbeitet, der hat sich auf das Spiel mit Holofeeling eingelassen. Und dann kommst du in eine Wunderwelt. Und du musst zuerst das unbewusste chronologische Denken überwinden. Einfaches Beispiel nochmal, wenn ich immer wieder sage, wenn du jetzt normal als Brüssel vom Spiegel stehst und du lächelst in den Spiegel, dann muss dir klar sein, da gibt es eine Hierarchie, die hat nichts mit chronologisch zu tun. Es ist ja nicht, dass du zuerst lächelst und dann fängt der Spiegel zum Lächeln an. Es passiert ja alles gleichzeitig. Das Vorn- und Hinternspiegel, was sich hier verändert, verändert sich hier auch. Aber es gibt eine Hierarchie, nämlich einen, der bestimmt und etwas, was bestimmt wird. Genau. Und das müssen wir jetzt immer umdrehen. Mhm. Das erste Trick ist, schau in dich rein, was du glaubst und dreh es um 180 Grad. Mein Klingelingeling-Beispiel. Ja. Wie oft hören das Menschen, und ich merke in einem normalen Alltagsgespräch als Brüssel und der Brüssel, dass da nichts, nicht ein Hauch von Geist ist, der irgendwas versteht. Die nicken, das kann ich alles programmieren, dass die so reagieren, aber haben sie es wirklich verstanden? Das ist das Eigenartige und es gibt nichts zu diskutieren. Das, was du glaubst, beim Klingelingeling-Beispiel, du musst dich immer fragen, warum klingelt jetzt mein Handy? Warum höre ich jetzt das Zwitschern oder das Geräusch? Ja, weil da ein Rasenmäher ist, weil da außen ein ist, der mich anruft. Dass dir gar nicht klar ist, dass du, wenn du im Jetzt bist, das ist logisch, aber nicht geistreich, weil du erschaffst eine Vergangenheit als Ursache für das, was jetzt ist. Jetzt, wenn ich einmal akzeptiere, dass es keine Vergangenheit gibt, es gibt bloß jetzt. Was du erlebst, erlebst du jetzt in einem ständigen Wechsel. Dann dreh mir das rum und ich sage, weil das Klingeln in dir auftaucht in deinem Traum, reagierst du auf das Klingeln mit den Gedanken an einen Anrufer. Genau. Das heißt, hierarchisch gesehen ist die Ursache, der Reizauslöser, dass du jetzt an den Anrufer denkst oder an dein Telefon denkst oder an einen Vogel oder an einen Rasenmäher denkst, ist dieses Wort, das in dir aufgetaucht ist, weil Geräusche nämlich eigentlich nur Worte in einer anderen Darstellung sind. Das habe ich so oft gesagt. Ja. Und dann wird das Ganze rund. Und es ist ein Computerprogramm. Ja. Jetzt glaube ich, lassen wir es gut sein. Gut. Das kann man als kleinen Zusatz noch hinten mit dranhängen. Mach ich. Und dann passt es auch, dass keine Vorstellung, in was für einer Komplexität ich als Udo denke. Und auch, wenn ich sage, ich bin ein Schauspieler, ich mache oft Versprecher rein oder Fehler rein. Und in unserem letzten Selbstgespräch ist zum Beispiel auch ein kleiner Fehler drin, wo ich die Welt, das ERD, sage ich nicht 70, das könnte ich jetzt wieder einschalten, das ist nämlich hochinteressant, da sage ich nicht bin ich ganz durcheinander, da sage ich nicht 70, 30, 400, sondern 70, 200, 400. Ja. Jetzt kann ich sagen, gut, das ist ein freudscher Versprecher, aber gib das einmal ein, die 70, 200, 400 und dann wirst du feststellen, das stimmt trotzdem. Ja. Aber sieh das als ein Versprecher. Ja. Gut. Gut. Ein kleiner Nachschlag zu der Komplexität. Und wenn dir das jetzt Angst macht, das ist meine Abschlussrede. Wenn du doch begreifst, dass du ein Vollpfosten bist. Wobei der Pfosten natürlich auch schon wieder sehr interessant ist. Immer rot-blau und vielfältig zu lesen in der Bezeichnung. Ist das dann mal auch ein Balken, der in die Transversale gestellt wird? Ja. Das ist im Gott ist ein Fundament, das wir zuerst einmal aufrichten müssen, den Balken. Der kann auch quer liegen. Das sind die Deckenbalken. Mhm. Dogos. Mhm. Diese Geschichte, ich spreche es nochmal schnell an, du Heuchler,
zieh dir zuerst den Bealken aus deinen eigenen Augen. Im griechischen Original steht da Dokos, bevor du den Splitter in den anderen Augen der anderen kritisierst. Und dieses Dokos, wenn man jetzt das griechische Wort Dokos, das mit Balken, Beal in Gott, ist dieses Fundament, kennt, unser Fundament. Du merkst, Deutsch, Ebene, Griechisch, das griechische Wort Dokos baut auf dem Verb Dokio auf und das heißt etwas glauben, meinen, für wahr halten. Dokos Dokio. Zieh zuerst einmal das, was du glaubst und für wahr hältst, aus dir heraus, bevor du die kleinen Splitter in den Augen der anderen kritisierst. Und dann sag ich mal, du bist ein Vollpfosten. Das heißt, du tust erst einmal, ein Pfosten ist ein Balken. Das Aufrichten. Ein aufrechter Mensch werden. Dass du immer zuerst einmal dich auf das konzentrierst, was hier wirklich da ist. Bei Holofeeling ist nicht die Frage, ist jetzt das richtig oder verkehrt, dann gehst du schon wieder in die Einseitigkeit. Was ist jetzt da? Was ist jetzt im Moment da? Ja, das, was du jetzt denkst und anschaust. Ja. Ich bezweifle, dass jetzt, wenn du aufmerksam zugehört hast, die meiste Zeit hat dein Körper nicht existiert. Jetzt ist er natürlich wieder da, weil ich ihn anspreche. Um den Körper zu reduzieren, soll ich mir jetzt denken an die Beine und wackeln mit den Zehen. Weil dann, das ist Körper. Dann wird dir das wirklich bewusst, dass es nur existiert, wenn du es denkst. Und das ist hundertprozentig sicher. Und bei Holofeeling geht es nur um Sachen, die hundertprozentig sicher sind. Auch diese arithmetische Berechnung, dieses Prinzip, das hier dargestellt wird in dieser Kurve, dass also hier das bei 186 und 9 Nullen hinten dran nicht eine einzige Zahl, wenn man das nachrechnet, die nicht genau diese Verteilung, diese Balfour-Verteilung gibt. Die sehr vielfältig ist. Was soll uns das alles wieder sagen? Muss man nicht wissen, sage ich. Das ist in Sackgassen von intellektuellen Besserwissern. Und da ist jetzt, wenn ich merke, dass ich doch überhaupt keine Ahnung habe, wieso mische ich mich dann überall ein und meine das, was ich jetzt mir von meiner Logik, von meinem Schwamminhalt, meinem Ego suggerieren lasse. Ich rede ja mit einem Geist. Ich mache mich jetzt selbst zu einem Geist. Was mir mein Ego, mein Intellekt suggeriert, ist so unendlich fehlerhaft. Aber das ist die Ursache, dass ich leide. Genau. Darum sage ich immer wieder, nicht als Drohung, sondern rein als eine Warnung. Du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du anfängst, aufhörst, auf dich selbst einzuprügeln. Du bist der Einzige, der den Traum erlebt. Und Angst, die höheren Ebenen betreten, kannst du erst, wenn du die unteren opferst. Das ist der polare Rand. Und sobald du das jetzt aber zum Teufel hast, weil du dir eine Belohnung ausrechnest, was Besseres ausrechnest, gehst du schon wieder auf die Irre. Es wird passieren, wenn du diese Reifestufe, ich sage immer, die Klasse abgeschlossen hast und verstanden, wenn du die Prüfung bestanden hast, dann kommst du in die nächste Klasse, in die höhere Ebene. Wie in einem Videospiel, wenn du deine Aufgaben gelöst hast, wird ein neues Gebiet freigeschaltet. Nichts anderes mache ich in deinem ewigen Traum. Ja. Gut, jetzt träumen wir eine Runde. Danke. So, Moment, das Brechen, Aufnahme beenden und tschüss.